Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir sind gerade auf dem Weg wieder ins Minental und wollen unseren ersten Drachen erlegen. So, wir müssen aber wahrscheinlich... gleich ein bisschen tricksen beim Kämpfen. Weil ich jetzt nicht weiß... Warte, wir haben jetzt... Wir haben ein kleines Problem, was da angeht. Rankus Amulett. Hier Amulett der Kraft. Auge Innos. Ich schau mal, wie wir das gleich machen werden. Ansonsten, das wird gleich ein kleines Problem geben beim Kämpfen. Wäre gut möglich. So, ich würde aber auf jeden Fall als erstes gegen den Feuerdrachen kämpfen wollen, oben auf dem Berg. Um zu schauen, so, verdammt, wir brauchen wahrscheinlich den 120er wieder, der mit 120 Schaden. Oder wir brauchen mehr Stärke, um gegen den anzukommen. Weil ansonsten wird das sehr, sehr schwer, gleich, wenn wir nur den Kapitel 4 Drachenjagd. Kapitel 4! Warte mal, den einen Zauber müssen wir wieder wegmachen, den wir ausgerüstet haben. Wo ist denn der? Da. Wer ist denn das? Toter Drachenjäger. Sind hier wieder Orks? Können wir vielleicht doch noch jemanden, noch ein paar Gegner erledigen? Wir sind endlich Kapitel 4. Oh, ich hoffe, hier sind ein paar Gegner. Wieder neue gekommen. Dann wir Punkte sammeln. Denn ich brauche, warte mal, für die nächste Waffe. Für die hier. Nee, um damit wir diese hier beibehalten können, brauche ich 10 Lernpunkte, also 10 Stärke. Damit wir bei dieser Waffe bleiben können. Das heißt, 40 Lernpunkte aktuell. Ne, 45. Ne, 50 Lernpunkte brauchen wir, weil 5 Stärke kosten jetzt momentan 25 Lernpunkte. Wie kommen wir an 50 Lernpunkte an? Wer sind das? Freunde? Feinde? Drachenjäger? Biff? Was machst du hier? Was machst du hier? Das ist wirklich die dämlichste Frage, die ich seit langem gehört habe. Wonach sieht's denn aus? Das höre ich zum ersten Mal. Ich kann deinen bescheuerten Gesichtsausdruck nicht einordnen. Ja, schon gut. Schon gut. Das kann ja, was glaubst du hier im Minental zu finden? Was glaubst du hier im Minental zu finden? Gold und Ehre. Was sonst? Wenn ich mit den Drachen fertig bin, werde ich im Gold schwimmen. Genug, um den Rest meines Lebens jeder Kneipe und jeden Puff dieses Landes unsicher zu machen. Ich habe mir das schon gedacht. Mhm. Oder du wirst tot sein. Oder du wirst tot sein. Und wenn schon. Das gehört dazu. Wenn du reich werden willst, musst du schon was riskieren. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Warum nicht? Was zahlst du? Das war keine große Sache. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen. Du kriegst die Hälfte der Beute. Du kannst froh sein, wenn ich dich am Leben lasse. Ich zahle dir erstmal 100. Ich zahle dir erstmal 100 Goldmünzen.
Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Geh vor, ich folge dir. Nice, Hokkurt. Hast du was zu trinken? Ich vermute, du willst kein Wasser. Nein, verdammt. Ich hab mir das schon gedacht. Ich brauch irgendwas mit Alkohol, damit endlich diese verdammten Kopfschmerzen weggehen. Wenn ich längere Zeit nichts zu trinken hatte, fühlt sich mein Schädel an, als würde er jeden Moment explodieren. Hier hast du was. Hier hast du was. Ich habe so einiges gehört. War doch seine Entscheidung. Da lacht das Herz. Ich weiß gar nicht, warum er so aufregt. Jetzt kann ich auch wieder klar denken. Was kann ich für dich tun? Was wollte ich überhaupt? Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung, was wir hier machen oder wann es losgeht. Ist mir auch egal, solange ich genug zu trinken habe. Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Wisst ihr denn, wo die Drachen sind? Was kriege ich denn, wenn ich es dir sage? Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Ich habe noch eine Flasche Wacholder. Für ein gutes Tröpfchen würde ich alle Drachen der Welt töten. Abgemacht. Gib mir die Flasche. Den hebe ich mir für schlechte Zeiten auf. Okay, nice. Also, wo sind jetzt die Drachen? Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich habe gehört, dass es vier Drachen sein sollen. Wir haben nachts ein rotes Leuchten über dem höchsten Berg gesehen. Ich schwöre bei meiner Mutter, wenn du einen Drachen suchst, dann wirst du ihn ganz bestimmt dort finden. Ich suche jemanden, der mir was beibringen kann. Ich könnte dir schon ein paar Sachen beibringen. Ich bin der beste Kämpfer weit und breit. Für dich mache ich sogar einen Freundschaftspreis. 300 Goldstücke. Ja, komm, das Gold haben wir. In Ordnung hier. In Ordnung. Hier ist das Geld. So. Also, lass uns mit dem Training beginnen. Hatte das nicht. Okay. Zweien kann er auch noch mal ein bisschen beibringen. Hier hast du was zu trinken. Er soll mir nichts von Pflicht erzählen. Mir geht's schon viel besser. Ich könnte Bäume ausreißen. Das ist kein Geheimnis. Hier hast du was zu trinken. Ich kann das nicht glauben. Das habe ich früher auch immer. Mir geht's schon viel besser. Ja, okay. Passiert nichts Neues. Wir haben natürlich doch noch. So, Gorn! Wie sehr hast du dich den Drachenjägern angeschlossen? Ich bin Silvio ins Minental gefolgt, weil ich mich hier einfach am besten auskenne und mir die Situation hier nochmal genauer ansehen wollte. Ich sag dir was. Hier braut sich ganz schön was zusammen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Orks auf einen Haufen gesehen. Sind die wieder da? Würde mich nicht wundern, wenn Garond und die Paladine in der Burg schon längst alle geflohen sind oder getötet wurden. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal den Jungs hier ins Minental folgen und mich dann später absetzen. Ich muss unbedingt herauskriegen, was die Orks vorhaben. Okay, ich sehe dich dann. Pass auf dich auf. Nice. Sag nicht, das hast du nicht gemacht. Hey, komm mal her. John? Was willst du? Das Tal ist ziemlich gefährlich und ohne die richtige Ausrüstung ist man hier schnell tot. Ich nehme an, du hast die richtige Ausrüstung. Du hast es erraten. Ich würde sie dir sogar verkaufen. Was hast du anzubieten? Die nehmen wir. Das nehmen wir auch auf jeden Fall. Ach komm, das. Eintopf. Ja. Die Dietrich nehmen wir. Schutzbar Feuer 5, wow. Verkaufst du auch Informationen? Kommt drauf an. Wenn der Preis stimmt, werde ich dir alles sagen, was ich weiß. Wie viel verlangst du? Das ist schwer zu sagen. Ich denke, 50 Goldstücke für jede Information, die ich dir gebe, sind angemessen. Ja, wir haben das Geld. Okay, ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. So, ja, hier? Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Über die Orks? Erzähl mir etwas über die Orks. Die Orks sind erst seit kurzem hier. Ich meine zumindest die Orks vor der Burg. Allerdings wundere ich mich, wie gut sie organisiert sind. Normalerweise greifen Orks ohne Rücksicht auf Verluste an. Diese Orks warten ab. Ich weiß nicht auf was, aber sie warten. Okay. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. Ja, die kriegst du. Hier. Ja, hier.
Jetzt erzähl mir. Über die Burg. Was erzähl gibt's da? Erzähl mir etwas über die Burg. Sie liegt ziemlich im Zentrum des Minentals. Wow. Als das Tal noch ein Gefängnis war, haben die Erzbarone von dort den gesamten Erzhandel kontrolliert. So, ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. 50 Goldstücke. So, ja, hier. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. So, über das Minental. Erzähl mir etwas über das Minental. Das Minental von Korinnes ist im gesamten Land für sein magisches Erz berühmt. Diese Berge sind der einzige Ort, wo man das magische Erz finden kann. Eine aus diesem Erz geschmiedete Waffe ist nahezu unzerbrechlich und durchschneidet die stärkste Rüstung. Bis vor wenigen Wochen war das gesamte Tal von einer magischen Barriere umgeben, die undurchdringlich war und niemanden herausgelassen hat. Vor wenigen Wochen? Ich brauche Informationen. Das ist schon locker ein halbes Jahr in Game. Hier. Ja, hier. Jetzt erzähl mir. Über die Drachen. Erzähl mir etwas über die Drachen. Drachen sind uralte Geschöpfe von unglaublicher Macht. Einst lebten Tausende von ihnen auf der ganzen Welt verteilt. Seit über 100 Jahren hat man keinen mehr von ihnen gesehen. Ihr Blut ist heiß, wie siedendes Öl. Wenn sie dir in die Augen blicken, verwandelt sich dein Herz in Stein, habe ich gehört. Wow. Hey, Bruder. Hä? Was? Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus den... sind aus der Stadt. So, aus der Stadt also? So, aus der Stadt also. Siehste, hast es kapiert. Hier, nimm erstmal einen Schluck. Und was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir haben von der Drachenjagd gehört. Also haben wir unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Aber... um ehrlich zu sein, sind mir die Drachen scheißegal. Ich will nur ein bisschen Gold. Drachen haben doch Gold, oder? Bestimmt. Hm? Was weißt du über die Drachen? Was weißt du über die Drachen? Ich kenne nur die Geschichten, die man den Kindern erzählt. Du weißt schon, Jungfrauen, Gold, Feuerspucken und so ein Zeug. Hm? Wo wollt ihr von hier aus hin? Wo wollt ihr von hier aus hin? Keine Ahnung. Wir überlegen noch. Ihr könntet in die Burg gehen. Da bringen mich keine 10 Pferde rein. Nicht zu den Paladinen. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ich war einmal drin, das reicht mir. Was mit den Orks? Was ist mit den Orks? Die ganze Burg ist umstellt. Es gibt keine Lücken. Sich da durchzuschleichen ist Wahnsinn. Wenn du versuchst zu kämpfen, kannst du dich gleich begraben lassen. Niemand kommt da durch. So. Weswegen warst du im Knast? Weswegen warst du im Knast? Die Schweine haben mich wegen Wilderei drangekriegt. Wegen 2 lumpigen Hasen. 10 Jahre haben sie mir dafür aufgebrummt. Das war alles? Na gut, ich habe mich natürlich gewehrt. Und? Ich konnte nichts dafür. Der Typ ist gestolpert und hat sich sein Genick gebrochen. Ehrlich. Was lässt du dich auch erwischen? Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Du verstehst mich. Die reichen Säcke wissen gar nicht, wie wir behandelt werden. Das kümmert die überhaupt nicht. Hm? Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Ein Tier hat mehr als nur Fleisch. Du kannst die Felle oder Krallen verkaufen. Das kann ein ganz schönes Sümmchen einbringen. Ich kann es kaum erwarten, einen Drachen in die Finger zu bekommen. Zeig mir das Ausnehmen von Drachen. Zeig mir das Ausnehmen von Drachen. Damit du die Kohle ganz allein scheffeln kannst, was? Na gut, aber das kostet dich 1000 Goldmünzen. Das ist fair, komm. Das ist fair. Zeig mir, wie man jagt. Zeig mir, wie man jagt. Drachenblutzapfen, Drachenschuppen. Ich hab die Lernpunkte nicht. So. Ego! Typen wie du sollten aufpassen, wo sie hingehen. Was willst du mir damit sagen? Ich will sagen, dass die Luft hier draußen verdammt dünn ist. Hier wimmelt es nur so von Orks und Monstern. Von den Drachen ganz zu schweigen, ist nur eine gut gemeinte Warnung. Okay. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ich kann dir einen guten Rat geben und der ist sogar ganz umsonst.
Wir können hier niemanden gebrauchen, der schon beim kleinsten Drachenfurz gleich in Ohnmacht fällt. Geh nach Hause. Das ist eine Sache für ganze Kerle. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Bist du hier der Anführer? Sehe ich so aus? Bestimmt nicht. Wir brauchen keine Wichtigtuer, die uns rumkommandieren. Als Silvio versucht hat, hier den Boss raushängen zu lassen, haben wir ihn mitsamt seinen Freunden mal gezeigt, was wir davon halten. Es gab eine Keilerei. Anschließend sind sie auf eigene Faust losgezogen. Hoffentlich ist Silvio in einem orkischen Kochtopf gelandet. Das hoffe ich auch. Ihr wollt also Drachen töten? Klugscheißer. Weißt du denn, wie man einen Drachen zur Strecke bringt? Meinst du, das Vieh wartet, bis du ihm in aller Ruhe den Kopf vom Hals schlägst? So etwas braucht gute Planung und entschlossenes Vorgehen. Verstehe. Und wie wollt ihr vorgehen? Wir werden erst mal auskundschaften, wo wir die Viecher finden. Erst dann machen wir uns Gedanken, wie wir am besten zuschlagen. Okay. Ich glaube, ihr findet nicht mal ein blindes Schaf. Was? Ich soll dir wohl deine dämliche Fresse einschlagen. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ich will weitere 100 Goldmünzen. Ich habe für so etwas gezahlt. Du bist mir zu teuer. Dann mach gefälligst deinen Dreck von jetzt an alleine. Ja, geh. Was ist mit dem? Zeig's ihm, Chef! Schlag zu! Zeig's ihm! Dem hast du's gezeigt. So. Deine Sachen gehören jetzt mir, Kurgan. Kurgan, komm, steh auf. Das wird sich nie ändern. Steh auf, komm. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Er stellt sich das immer so einfach vor. Ich will jetzt mit dir nochmal ein Wörtchen reden, ne? Ich darüber reden jetzt gehört. Ja, jetzt. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Nichts. Warte mal. So einiges gehört. Okay, das war's mit ihm? Okay. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, speichern wir einmal. Warte mal, wie spät ist das jetzt? 19:32. So, sind die Orks wieder da? Können wir da noch mehr Erfahrungspunkte sammeln? Oder können wir irgendwo aus Silvio ausschlachten? Bulko. Ne, nicht Bulko, wie hieß der nochmal? Doch, Bulko, glaube ich, ja? Wenn die jetzt alle hier sind. So. Erstmal gucken. Sind hier wieder Viecher? Laufen hier noch Erfahrungspunkte rum? Da vorne laufen Erfahrungspunkte. So, das heißt, wir müssen wieder jagen gehen. Nochmal speichern. So. Können wir von hier aus bis Cavalorns Hütte kommen? Beziehungsweise nochmal speichern. Und gucken, sind die Orks hier auch wieder da? Ein paar sind wieder da. So, ich versuch denen erstmal aus dem Weg zu gehen. Nein! Okay. Ich versuche an denen mal vorbeizurennen. So, Geschwindigkeitstrank da. Aber wir können dann die alle hier nochmal umnieten.
Ich wollte schon sagen. Warte mal. Wir laden noch mal neu. Und wir machen das mal anders. So, Teleportstein zur Burg. Und teleportieren uns mal da rein. So. Warte mal, hier gab es ja auch noch eine Truhe. Irgendwo. Wo waren die? Da. Hatten wir die schon gelootet? Wow, 29 Gold. Warte mal, Kapitel 4. Dann können wir bestimmt auch eine bessere Drachenjägerrüstung bekommen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das hat er doch vorher gewusst. Wer ist denn das? Jan? War eine Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladin und Orks. Du hast die Drachen vergessen? Du hast die Drachen vergessen. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Okay, ich werde versuchen, dir zu helfen. Was kriege ich, wenn ich dir helfe? Ich habe nichts. Ich könnte dir höchstens etwas beibringen. Ich kenne eine Methode, wie man Klingen aus magischem Erz noch härter machen kann. Oh. Okay, ich werde versuchen, dir zu helfen. Neue Quest. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Was ist vor der Burg? Achso. Nichts. Ich dachte, der sagt mir jetzt, was vor der Burg passiert. Ferros, wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Das war doch klar. Weißt du noch mehr über den Krieg? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Okay, und was machst du jetzt hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Ich werde ein Schwert finden. Was kriege ich, wenn ich dir ein gutes Schwert besorge? Ich kann dir leider nichts geben. Ich habe mein letztes Geld für das Schwert ausgegeben. Wird sich das jemals ändern? So, gibt es hier noch mehr neue Leute? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Anga! Wird sich das jemals ändern? Kenne ich dich nicht? Du bist Chor Anga. Du warst Templer im Sumpflager. Nenn mich Anga. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Seltsam. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir?
Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Glaubst du wirklich daran? Was willst du nun tun? Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich denke darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Was ist denn mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Okay, wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Habe ich nicht ein Amulett gefunden? Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Was macht das so für dich so besonders? Es war ein Geschenk. Ich hab so einiges. Verstehe. Was hast du nun vor? Nichts wie raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb wohl. Ich erzähl dir doch nichts. Ja, okay. Gibt's hier noch mehr Leute, Ritter? Ich glaube nicht, dass ich da was sehe. Die ich kenne? So. Kirolov? Hey, du. Einhand lernen? So. Warum machst du so ein langes Gesicht? Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Ihr lumpigen Drachenjäger natürlich. Wer sonst? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Ich kann es nicht glauben. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Reton? Was machst du hier? Ich bereite mich auf einen Kampf vor. Was sonst? In dem du sitzt. Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schattigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde dadurch sofort desertieren. Ja, okay. Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Okay, Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Okay, hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Dein Boss glaubt wirklich, er kann hier absahnen, was? Ich gehöre nicht zu Silvios Leuten. Ich arbeite allein. Oh, na schön. Da will ich nichts gesagt haben. Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Das bezweifle ich. Silvio war hier? Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du?
Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Wo ist Silvio jetzt? Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Er soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Okay. Kannst du mir helfen, meine Waffe zu verbessern? Verbessern? Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Klar, zeig mal, was kannst du mir verkaufen? Ich schätze, ich habe das, was du willst, Kollege. Berserker-Axt, 200 Schal, benötigt Stärke 170. So, Einhandwaffe, Folter-Axt, Extrakt der Heilung, nehmen wir mit. Streit-Axt, Inquisitor, schwerer Kriegshammer. Nee. Gibt's hier noch mehr neue Leute? Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was? Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Ihr hattet die Chance. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht wieder. Innos, okay. Steh uns bei. Okay, ich will von dir lernen. Okay, schieß los. Armbrust, genau. So, Ritter, Tandor. Hast du Neuigkeiten? Dass ihr Drachenjäger hierher gekommen seid, ist das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Wow. Amboss. Was war das? Kirolovs Lederbeutel. Kirolov? Hey, du. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Ich weiß doch nicht. Ich habe einen der Drachenjäger in Verdacht. Er lag da drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Weiß ich doch nicht. Willst du mich verarschen? Du bist es doch gewesen, gib's zu. Du kannst mich mal. Ich werde dich lehren, anständige Leute zu beklauen. Weg mit der Waffe. Aufhören, sofort. Hey. Der hat gesessen. Nein, weh, du beklaust mich, du. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal mit. Mistkerl, warte mal. Den mache ich fertig. Ich stehe gleich auf und den mache ich fertig. Den Kerl da. Welche hat er jetzt mitgenommen? Warte mal. So, warte. Meine Waffe. 5 Stärkepunkte zu wenig, verdammt. Was ist damit? 75, verdammt. Ich kann nur die hier jetzt nehmen. So. Wollt ihr wohl damit aufhören? Hey. Wollt ihr wohl damit aufhören?
Nein! Kann ich auch nochmal wieder aufstehen? Oh, mein Schädel. Komm, jetzt muss ich wieder aufstehen. Komm. Oh Mann, mein Kopf. So, warte, machen wir einmal so. Aufhören, sofort! Nein? Jetzt wird's lustig. Alarm! Wollt ihr wohl damit aufhören? Der hat gesessen. Verdammt. Und ich kann den da jetzt nicht nochmal beklauen, da? Was ist denn da jetzt für ein Mist? Schädel. Ich will von ihm meine Sachen wieder haben. So. Noch einmal den. Scheiße, das hat. Pass auf! Ich habe keinen Bock gerade drauf. Das heißt, wir machen das nochmal von hier und reisen da nochmal hin. So. Ich hab nichts vor, mich nochmal von dem da beklauen zu lassen. Was soll denn das? Ganz ehrlich, zur Burg. So. Aber wir machen das diesmal anders. Wir gehen direkt pennen. So, Reton. Jemand wird dafür büßen müssen. Es gibt doch nur noch mehr. Das war doch klar. So. Bis zum nächsten Morgen. Und speichern nochmal. So, dann quatschen wir nochmal. Mit denen. Eine ist das wirklich wahr? Ich stelle. Warum die? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich. So, erstmal die ganzen Infos nochmal zurückholen. So ist es eh noch so. Ich erzähle dir noch die Lage. Von mir? So, da kennen wir ja alles schon. Ich hab. Wird sich das jemals dort. So, Chor Anga können wir auch nochmal quatschen. Also, beziehungsweise nur noch Anga. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was ist? Von mir hat er das nicht zu. Das ist eine schlimme Sache. Und ich hab dein Amulett. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Davon lass ich lieber so. Ich bin ganz deiner Meinung. Ritter, Kirillov. Reton. Jemand wird dafür büßen müssen. Da ist der. Gegen wen? Ich bin. Ich wäre mir denn nicht so sicher. So, ich will noch mehr hier über Dings. Hast du? So, wo sind wir jetzt? Genau, und dann wollte ich das hier haben. So. Das war's dann. Tandor. Ritter. Ritter. Hier Uda. Nein, nicht lernen. Zurück. Das andere da. Okay. So, dann haben wir jetzt die Quest zumindest wieder zurückgeholt. Die sind aber auch nicht gerade froh wegen den Dings. Genauso wie du so, bist. Und hier lag ja das Lederbeutel. Ist das wirklich wahr? Wo ist denn das hin? Von mir hat er das nicht.
Lag das nicht hier? Da. Dann kann es... Davon lasse ich lieber die Finger. Dann ist es vermutlich Rethorn. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Verkauf. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Auf. So. Ganz deiner Meinung. Meine Meinung will ja keiner hören. Mein Geldbeutel und der für, wenn ich... So, ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Er lag da drüben bei der Schmiede. Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Ich habe einen der Drachenjäger in Verdacht. Hab ich doch gewusst. Euch hätte man gar nicht in die Burg lassen dürfen. Schon lange bekannt. Du mein... Nein, dann... Mein Gott, ein Kampf! Mach ihn fertig! Okay. Nicht schlecht. Das ist doch schon lange... Dem hast du's gezeigt! Ist das wirklich wahr? Halt nicht alles glauben. Immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal mit. Ist das wirklich wahr? Okay, das war interessant. So. Oh Mann, mein Kopf. Er hat auf die falschen Leute gehört. Mit irgendwem wollte ich noch mal reden. Oh, mein Schädel. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich habe jetzt aber auch nicht erwartet, dass die jetzt so, so kaputt gehauen werden. Waffenknecht, Waffenknecht. Das war doch klar. Davon lasse so, ich lieber Gerot. Genau das habe ich auch gesagt. Waffenknecht. Brutus. Hey. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Warum bist du nicht bei der bei deiner Arbeit? Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester und hör auf, so dämlich zu grinsen. Okay, irgendwo sind Fleischwanzen. Bei irgendwem. Das war doch klar. Noch mehr Ärger. Ich gehe jetzt aber trotzdem noch einmal hier rein. Meine Meinung kennst du. Und will nochmal mit Garund reden. Mal gucken, was er dazu sagt, dass sie jetzt Drachenjäger sind. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde. Und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst dich und deine Drachenjägerkollegen, was? Ihr könnt uns helfen, aber ihr seid einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Ist er wieder da? Dann kannst du ihm ausrichten... Nein, ich meine Jan. Er ist Drachenjäger, so wie ich. Und ein guter Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Verstehe. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Einverstanden? Ja, ich bürge für ihn, komm. Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Alles klar, wegen der Drachen. Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Okay. Oryk, reden wir noch mal mit ihm? Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich noch mal wiedersehen. Nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen.
Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Ja, ich brauche mehr Informationen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Im Moment habe ich leider nichts für dich. Okay, den Sumpfdrachen musst du zuerst machen. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Okay, was meinst du damit? Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hosh Pak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Du willst uns doch helfen, oder nicht? Na also, Hosh Paks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Okay, gut, ich werde Hosh Pak töten. Gut, ich werde Hosh Pak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hosh Pak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Okay, Hosh Pak ist tot? Hosh Pak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Irgendwelche Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Hosh Paks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Okay, Passerwall. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ist irgendwas Wichtiges passiert? Du gehörst auch zu diesem Abschaum, der sich selbst Drachenjäger nennt? Eigentlich hätte ich von dir erwartet, dass du mehr Ehre im Leib hast, als dich diesen Leuten anzuschließen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Ich arbeite aber allein. Findest du nicht, dass du übertreibst? Du sollst ihnen eine Chance geben. Im Gegensatz zu Lord Hagen sind sie hier. Du sollst ihnen eine Chance geben. Komm. Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Und sonst? Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Okay, der mag mich nicht mehr. So, gibt's hier noch jemanden? Nö. Dann können wir noch Jan eben Bescheid sagen, dass er da machen kann. So, Jan, du darfst an die Schmiede. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. So, kann ich von ihm was kaufen? Eine bessere Drachenjägerrüstung? Hey. Verkaufst du Waffen? Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Wenn ich welche hätte, würde ich sie dir verkaufen. Leider habe ich keine. Kannst du mir dann eine anfertigen? Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Okay. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. 20? Ich hab da meine eigene. Verkaufst du Waffen? Ich würde, wenn ich könnte. Doch zunächst muss ich die Paladine hier in der Burg mit Waffen versorgen. Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Bring mir Schmieden bei? Bring mir Schmieden bei. Was genau willst du schmieden? Erzbastardschwert, Erzzweihänder, Erzlangschwert. Wird sich das jemals ändern? Lohnt sich nicht, was der da anbietet. Hey. So, Reton. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, was mit ihm jetzt? Kirillov? Ich will Finderlohn für deinen Geldbeutel. Ich will Finderlohn für deinen Geldbeutel. Du kannst wohl ein paar aufs Maul haben. Ich weiß nicht mehr, was ich glaube.
Jetzt Das wird ihm eine Kehr abgesessen. Wehe, die klauen mir jetzt meine Waffe. Wehe. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe jetzt kein Problem damit, von denen allen besiegt worden zu sein, aber... Ich will jetzt aufstehen. Was hat er da vorher gewusst? Oh, weiß mein gar nicht, wer immer noch glaubt. So. Ich wundere mich über gar Wo nichts ist jetzt mein Dings hier? Schwerer Zweihänder. Ich kann nicht glauben. Ich bin ganz deiner Meinung. Wo ist ein Angar jetzt hin? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hey! Habe ich für ihn schon dort? Ne. Das war doch schon vorher. Was habe ich jetzt für Dreckstahl? Brutus, der Folterknecht, der Bug ekelt sich vor den harmlosen Fleischschwanzen in seiner Folterkammer. Ein wirklich harter Kerl. Verschwundene Dunkelheit. Oder der Wachposten in der Burg vermisst seinen Freund Sengra. Das Letzte, was er von ihm sah, ist, dass er in die Nacht verschwand in Richtung Orkzaun, um seine verlorene Armbrust wiederzuholen. Heros Schwert. Auf der hohen Klippe im Süden, wo die Ork-Zelte stehen, hat Feros sein Schwert angeblich verloren. Die Drachenjäger. Silvio ist in der Burg gewesen und hat sich später wieder aufgemacht, einen Eisdrachen zu erfinden. Drachenjagd? Ich bekam von Oryk den Hinweis, dass sich westlich der Burg ein ziemlich großes Sumpfgebiet... Ja, okay. Wir werden aber in der nächsten Folge dann hier wieder alles frei machen. So, bis zum nächsten Morgen. So, wie sieht's eigentlich auch mit meinen Skills aus? Ja, 4000 fehlen noch. Dann würde ich sagen, ich beende die Folge dann mal für heute. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.